Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, und ein herzliches Willkommen zum V24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife von der VRL 24H von Virtual Racing e.V. Und es begrüßen Sie zu dieser wunderschönen, hoffentlich wunderschönen Pre-Show, die wir jetzt haben werden, bis zum Rennen um 15 Uhr. Am Mikrofon meine Wenigkeit Sebastian Gerhardt und mit mir in der Kommentatorenkabine, da ist Tobias Kantert, der Mann, der mal wieder für die Daten zuständig ist. Einen wunderschönen Tag, Tobi. Ja, hallo Sebastian. Ich freue mich sehr. Hat ein wenig Nerven gekostet, das Ganze zusammenzustellen. Aber ja, ich hoffe, wir werden jetzt hier schöne anderthalb Stunden haben bis zum Rennstart. Und den kommentieren wir beide ja auch zusammen. Und ja, ich denke, wir fangen mal direkt an mit den Teams. Denn wer schon länger dabei ist, weiß, bei der Pre-Race-Show stellen wir immer so ein bisschen die Teams vor. Diesmal ja, wieder ein paar ausgewählte Teams. Im Laufe der Saison werden alle Teams vorgestellt. Wir haben jetzt wieder eine kleine Auswahl getroffen, wen wir dieses Mal vorstellen. Es sind ein paar Teams, also werden wir auf jeden Fall Zeit überbrücken können. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit dem ersten Team. Und das ist im Fahrerfeld schon relativ bekannt. Ja, definitiv. Also wir reden in dem Fall von Rootronic E-Racing und die Jungs, die werden heute, so viel können wir ja schon mal verraten, von der siebten Position in dieses Rennen starten. Wer gestern reingeschaut hat, gestern lief ja das Qualifying auf Twitch und das war auch durchaus unterhaltsam. Es gab ein paar Punkte, die im Nachgang nochmal sehr diskutiert wurden. Da gab es ein bisschen Probleme, was das Qualifying der GT4 angegangen ist. Aber ich glaube, mittlerweile ist da so ein bisschen der Frust verflogen und die Vorfreude auf das Rennen hat überhand genommen. Zumindest ist das zu hoffen. Bei den GT3s lief alles und bei Rootronic E-Racing kann man sagen, da lief es auch ganz gut. Mit der siebten Position sollte man da allerdings nicht ganz zufrieden gewesen sein, denn man ist ja in dem eigentlichen Qualifying erstmal auf der 2 gelandet und dann kam das Drama, dann kam die Super Pole und die lief dann nicht so ganz rund. Also man hatte zwischenzeitlich mal die Hoffnung auf die erste Startreihe, die musste man dann doch begraben. Und das ist dann immer das Schöne irgendwo letzten Endes und das Spannende dieses Shootouts sozusagen. Aber für manche ist es eben dann weniger schön. Dafür haben wir da andere Überraschungen gesehen. Das werden wir uns aber nachher noch angucken genauer. So, jetzt aber erstmal zum Team. Wen haben wir denn da heute eigentlich alles drauf, denn es hat sich ja mal wieder ein bisschen was verschoben und da sind aber Piloten, die sollten so den Zuschauern bei Virtual Racing e.V. schon bekannt sein. Wir reden da unter anderem von Patrick Pignone, von Niklas Hoben und von Marc Balzer und da hat man schon ein Team zusammengestellt. Ja, das ist eine gesunde Mischung, die sind nicht ganz umsonst eigentlich mit ihrer besten Zeit schon mal auf der 2 gestanden. Mal gucken, wo es da im Rennen heute dann hingehen wird, denn die Nordschleife, naja, wir sehen schon, wenn es schon beim Shootout mal eben 5 Plätze sein können, was kann da im Rennen passieren? Vielleicht kommt man da wieder zurück, wer weiß. Ja, man fragt sich, wie denn so der Blick aus der letzten Saison gewesen ist. Naja, man ist halt nicht mitgefahren, deswegen hat man da jetzt noch keine direkten Punkte. Wir haben einige der Fahrer schon gesehen gehabt im letzten Jahr, aber eigentlich tatsächlich richtig zur Sache ging es erst Anfang des Jahres und man hat dann in Daytona als besten Erfolg letztes Jahr dann nämlich den 4. Platz abgeliefert. Ja, mit der Sol-Mod fährt dort keiner. Also die werden die Fahrt in die Nacht nicht erleben. Für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, ich denke, das sollten wir jetzt am Anfang gleich nochmal einstreuen, ist es halt einfach so, man kann hier immer noch frei entscheiden, ob man im Dunkeln fährt oder nicht. Das sind so ein paar technische Kleinigkeiten. Da werden wir, glaube ich, im Rennen auch nochmal, wenn es dann soweit ist, drauf eingehen können. Auf jeden Fall. Alle werden die Scheinwerfer anmachen müssen, für die es dunkel ist. Für die Jungs allerdings
wird es dann wohl durchgehend hell sein. Der Blick für die über die Saison oder auch die Serie hinweg, das Duell, das natürlich geführt wird, ist zwischen Grasser Racing und ehemals Mücke Motorsport. Da hat man ja gewechselt. Das ist mittlerweile Superdrink bei Car Republic Esports. Die Fahrer sind die gleichen geblieben. Es ist auch nach wie vor ein echtes Team sozusagen. Deswegen das Esports hinten dran. Und na, mal schauen, wie das aussehen wird. Da werden wir auf die Fahrer aber auch nochmal eingehen können. Und ja, die Nummer 100 ist das also. Sehr einfach zu merken. Brutonic E-Racing, sehr schön lackiertes Auto, einfach zu erkennen. Und ich würde sagen, dann gebe ich mal an dich ab, Tobias. Denn wir haben dann gleich als nächstes Team auch eins, mit dem wir heute richtig rechnen müssen. Ja, auf jeden Fall. Im Shootout gestern auf Position 2 gefahren. Startnummer 104, VSR Racing. Ja, die haben sich in der kurzen Zeit, in der sie jetzt bei VR sind, auf jeden Fall einen Namen gemacht. Das Team rund um Lars Kisser, die sind ganz schön schnell dabei. Größten Erfolge, vierter Meisterschaftsplatz in der GTC 9. Und das war auch noch gleichzeitig die Debütsaison von Lars Kisser. Und ja, Jano Koch, der hat die Pole Position für das 24-Stunden-Rennen von Le Mans vor 2 Jahren in der GTE-Klasse geholt. Also ja, schnell sind die auf jeden Fall. Auf dem Auto sitzen heute Domi Hoffmann, Jano Koch, Niklas Funkhauser. Lars Kisser, den hatten wir gestern im Interview, der fährt nur Quali. Eben der Rechner hält eben ja das Ganze nicht aus, wie schon gesagt. Das Ganze ist halt sehr ja, Performance anspruchsvoll. Und ja, wie du schon sagtest, mit denen müssen wir auf jeden Fall rechnen. Keiner von denen fährt mit Sol und ich denke, für die wird das Ziel sein, die Position zu halten und vielleicht sogar vor Aria ins Ziel zu kommen. VSR ist ja leider nur ein Gaststarter-Team. Also werden die, ja, was die Wertung sagt, nichts, oder was die Wertung aussagt, eben nichts beisteuern können, quasi. Nicht um die Meisterschaft fahren. Aber ich denke, sie werden uns ein tolles Rennen abliefern. Und ja, dann gebe ich wieder ab an dich, Sebastian. Und mit dem Grasser E-Racing-Team bei MHL. Und das ist natürlich auch ein Team. Grasser sollte jedem, der ein bisschen mit GT3 Motorsport zu tun hat, eigentlich sofort ein Name sein. Und ich denke mal, es ist das auffälligste Auto. Es ist ein fantastisch lackiertes Auto. Ich weiß, was das für eine Schweinearbeit ist, so ein Auto so zu lackieren, dass das alles übereinander stimmt mit den Einzelteilen, also mit der Heckschürze, mit der Frontschürze etc. Also ein richtig, richtig tolles Auto hier und der Ableger, also vom realen Team, da hat man sich mit MRL zusammengetan, schon vor einiger Zeit und die sind aber im letzten Jahr auch noch als Gaststarter unterwegs gewesen. Das hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen geändert und als größten Erfolg hat man bisher auch die Top 5 in Daytona aufwerten können. Und wenn sich nicht noch irgendwas geändert hat, dann sind da heute insgesamt 4 Piloten am Start. Wir haben Gregor Schill, wir haben Florian Flair, Sven Rosenbaum und Lukas Bingenheimer. Und das ist auch eine Truppe, das wird spannend. Knackpunkt könnte der Lamborghini werden. Auf den richtig schnellen Abschnitten ist das Auto eins der schnellsten Fahrzeuge. Also so die Tour Richtung Schwedenkreuz, die Tour auf der Döttinger Höhe, das könnte richtig interessant werden, wenn die sich da mal den einen oder anderen etwas langsameren Wagen immer am Ende des ganzen Stücks dann schnappen. Wer weiß, vielleicht ist sowas am Rennende immer noch was Entscheidendes, wenn du jemanden hinter jemanden hängst, auf die Döttinger Höhe raus und holst dir den vor den letzten Kurven, wer weiß. Aber das ist vielleicht ein bisschen vorgegriffen, wir hatten den Rennstart noch nicht mal. Und die Hoffnung fürs Rennen ist bei denen immer die Top 5. Ist ein guter Ansatz, würde ich behaupten. Startpunkt für heute Abend allerdings nicht ideal, denn man hat es verpasst, in dieses Shootout reinzukommen. Das war richtig, richtig bitter. Es war, glaube ich, auch sehr, sehr knapp. Ja. Es war nämlich die 17. Position und das muss richtig wehgetan haben. Das heißt, Top 5 wird heute ein richtig hartes Stück Arbeit, denn wir wissen, so viele Überholpunkte gibt es auf der Nordschleife nicht. Also wir werden auf den bunten Lambo gucken müssen, denn der hat das Potenzial, sich durchs Feld zu ackern. Mal schauen, was wir da erleben werden. Ich gebe wieder ab an Tobi, denn das nächste Team, das hat etwas überrascht stattdessen gestern. Die haben wir nicht so auf dem Schirm gehabt, nämlich Rockwool Racing.
Ja, vorher kommt noch die drei lustigen Vier. Rockwool übernimmst dann wieder gleich du, aber die genau. Übernehme ich die sogar. Sehr überrascht, aber auch die drei lustigen Vier haben gestern überrascht, denn ja, wer weiß, die drei lustigen Vier sind mit drei Autos an den Start gegangen und zwei davon haben es in Shootout geschafft. Die drei lustigen Vier, das erste Team quasi, ist auf Position 12 gefahren, das dritte Team ist auf Position 11 gefahren, ja, und das zweite Team bricht die Aufzählung so ein bisschen, ist auf Position 18 gefahren, eben startet in der zweiten Startgruppe, hinter Grasser, glaube ich, genau. Also die haben auf jeden Fall überrascht, wirklich schnelle Fahrer hier am Start bei denen. Und ja, die drei lustigen Vier eben, wie schon gesagt, mit drei Fahrzeugen am Start. Auf dem ersten Auto sitzt Patrick Schindler, Kevin Klein, Torben Peschke, Lasse Schwert und André Oschmann. Auf dem zweiten Auto Florian Dürkop, David Riedel, Enrico Kriegsheim, Ronny Bronson, Karl Kaufmann und Raphael Richter. Auf dem dritten Auto dann Tommy Rehfeld, Oliver Seeland, Jonas Heckmann, René Kriegsheim, Dominik Wolf und Guido Wille. Ja, in der letzten Saison haben sie sich tatsächlich auf Position 20 gefahren. Ich glaube, die hatten da wirklich jeweils nur ein Auto am Start. Alle drei Autos, wie schon eben auf den Bildern zu sehen, alle ein R8. Und ja, ich denke, dass die Top 15 für die Teams hier alle realistisch sind. Aus Dubai wissen wir noch, dass die 134 tatsächlich die Top 6 angestrebt hat. Wir wissen nicht, wie realistisch das jetzt hier auf der Nordschleife ist, aber ich denke, da ist auch trotzdem noch Top 15 drin. Und ich denke, das können sie sich, wenn sie hier konstant so weiterfahren, definitiv ja, realisieren. Ja, und damit gebe ich wieder an dich ab, Sebastian. Und diesmal jetzt mit Rockwool. Ja, wir haben eine feste Liste uns gemacht und die wollen wir natürlich einhalten. Dann freue ich mich, Rockwool übernehmen zu dürfen, denn ich glaube, da haben wir ein Fahrzeug, das gehört ja nach wie vor zu den absoluten Publikumslieblingen, nämlich der BMW Z4 kann hier nach wie vor gefahren werden. Er steht zur Verfügung und wer mag, darf ihn nehmen. Und er ist auch nach wie vor recht konkurrenzfähig. Recht konkurrenzfähig ist gut gesagt. Also der Wagen wird interessant werden, denn er ist auch nicht der langsamste auf der Geraden. Wir haben das gestern mal während des Qualifyings tatsächlich ironischerweise ein bisschen sehen können, wie er sich da doch einem Audi und einem und vor allem dem McLaren etwas entledigen konnte auf der langen Geraden. Das wird eine spannende Situation für heute werden. Und Rockwool Racing hat den Wagen also auf eine sehr, sehr gute Position gebracht. Man hat es nämlich auch in dieses Top-Qualifying rein geschafft. Am Ende die 15. Startposition für den Zetti, wie er sehr so schön genannt wird. Und das ist der drittschnellste Z4 gewesen im Qualifying überhaupt. Und wir haben heute auf dem Fahrzeug Tobias Spalt, Heiko Schumacher, Markus Gresse, Ralf Waldeck und Josef Rytschiak. Und da muss ich sagen, die Kandidaten, da habe ich einige der Fahrer so über die letzten ein, zwei Jahre bei VR so ein bisschen miterlebt und die haben sich doch echt gemacht. Also von daher gar nicht so überraschend, dass man hier jetzt so doch so langsam an den Top Ten knabbert. In der letzten Saison hatte man zwei Fahrzeuge am Start. Da ist man insgesamt punktgleich auf P30 gelandet. Also da hat man erstmal so ein bisschen warm werden müssen mit dem Ganzen. Und ja, bei der Sol-Modifikation sieht es bei denen etwas anders aus. Die fahren alle mit der Situation, dass sie in die Nacht reinfahren. Das heißt, die Piloten, die in der Nacht unterwegs sind, die werden auch durch die Dunkelheit donnern und man zielt also auch mittlerweile die Top 15 an. Und ja, sie wünschen natürlich jetzt auch allen Teams wieder viel Spaß, viel Erfolg. Finde ich immer eine schöne Sache, wenn man da auch immer noch an die Mitstreiter irgendwie in einer gewissen Form denkt und das Ganze nicht nur als ich will an der Spitze fahren und alle anderen sind mir egal handelt. Wir sind gespannt und damit gebe ich wieder ab an Tobi. Ja genau, Rockwool Racing gestern auf jeden Fall überrascht. Die sind wirklich schnell gewesen. Ich glaube auch Tobias Spalt ist das Qualifying gefahren. Klang zumindest im Chat gestern so. Ja, Gardi, sehr bekannte Livery, glaube ich, mittlerweile. Ich dann doch ein bisschen hervor hier auf dem Audi R8. Ja, gestern auf Position 14 gekommen. Im Shootout so ein bisschen was liegen lassen. Wir hatten das gesehen.
Sonst wäre da wahrscheinlich noch ein bisschen was drin gewesen. Ich glaube, im Geigenkopf hatten sie sich da ein wenig eingedreht. Aber ja, nichtsdestotrotz, P14 ist, glaube ich, ein Startplatz, mit dem man durchaus zufrieden sein kann. Letztes Jahr waren sie auf Position 4 insgesamt in der VA1. Damals gab es ja eben noch die drei Klassen. Dieses Jahr gibt es ja nur noch zwei Klassen, in Anführungszeichen, eben die GT3 und die GT4. Ja, der Teamname kommt eben von einem Fahrradschlauch mit dem Namen Gardi. Eben Edgar Ostermann hat da ja auch die Verkaufsrechte für. Und ja. Von dem Team fährt keiner mit Sohl, soweit ich weiß. Edgar Ostermann, Jakob Böhm, Alexander Grote und David Mötz fahren auf dem Auto. Und ja, im Rennen denke ich mal, dass sie da die Position halten wollen oder sogar unter die Top 10 wollen. Ich denke, das ist bei dem Team auf jeden Fall realistisch. Ich glaube, alle von denen fahren im ersten Grid in der GTC. Also durchaus ja, schnelle Fahrer auf dem Auto. Und ich denke, da ist über Gardi schon fast alles gesagt worden. Und ich gebe wieder ab an Sebastian mit Team Black Mamba. Team Black Mamba. So. Ja, das Black Mamba Team. Die Jungs sind als Gaststarter am Start. Allerdings, das Auto kennen wir doch eigentlich mittlerweile ganz gut. Die Farben also nicht zum ersten Mal dabei. Das können wir auf jeden Fall sagen. Mit einem Audi R8 sind sie am Start, die Nummer 187. Und im letzten Jahr ist man noch mit dem Glickenhaus gefahren, war da ja ganz happy über die Top 10 auf der Daytona. Der Wagen steht ja nicht mehr direkt zur Verfügung und ja, muss mal gucken, wo die Reise hingeht. Ja, die Farben, ich glaube, da mit der 24 und mit der 8, da werden sich jetzt einige fragen, die vielleicht nur auf den Motorsport fixiert sind. Was hat das damit auf sich? Wir sehen da im Hintergrund, wer mal auf diese Schilder schaut, 1978 bis 2020 Kobe Bryant, einer der großen Basketballer, der ja leider dieses Jahr verstorben ist. Und als Hommage hat man da das Trikot quasi in den Farben aufs Auto gebracht und hat unter anderem auch für Gigi Bryant die Nummer noch mit draufgesetzt. Und ja, gedenkt damit also den, ist nach wie vor auch in diesen Lackierungen unterwegs. Und da sind heute dann auf dem Fahrzeug auch gar nicht so wenige. Wir haben nämlich Tobias Arendt, Antonia Vidic, Marvin Van Vaughn und Leon Hasenkamp. Und man zielt so ein bisschen Richtung Top 15. Da ist man aber, zumindest war das der Einstieg in die Serie dieses Jahr, als man in Daytona, sage ich schon, Dubai antreten wollte. Davon wird man heute fürchtlich einiges entfernt sein. Mit dem Audi ging es gestern leider nur auf Startplatz 33. Es ist die Frage, hat da ein bisschen Training gefehlt? Hatte man einfach etwas Pech? Das hat ja auch nicht nur jetzt Leute, die vielleicht technische Probleme hatten, ereilt, sondern es hatten auch einige einfach etwas unangenehme Abflüge. Ob die jetzt betroffen waren, weiß ich nicht, aber die werden also heute eher ans Ziel gehen mit dem ersten Ansatz. Erstmal ins Ziel kommen mit dem Auto. Was das Ergebnis sein wird, werden wir dann sehen. Das ist das Auto Black Mamba. Wir sind gespannt, wo die vier das Auto hinbringen werden. Und dann gebe ich zurück an Tobi, denn ich glaube, du beschäftigst dich jetzt mit dem letzten GT3 für heute in unserer Teamvorstellung. Genau, und der letzte GT3 hat auch noch eine super schöne Livery, wie ich finde, und ist generell ein sehr schönes Auto. Der Porsche GT3 R 2016. Ja, Conspi Racing Crew. Ich denke auch ein relativ bekanntes Team bei VR. Nummer 199, wie du schon ja sagtest, eben das letzte Team in der GT3. P26 starten sie heute. Ich denke, da geht im Rennen noch einiges bei denen. Ich denke, dass sie da im Qualifying nicht so richtig trumpfen konnten. Ja, im Team bei Conspi Racing fahren Tobias Geller, Sebastian David, Christoph Pankratz und Sascha Reschke. Und ich denke, da geht es bei denen noch ein bisschen weiter nach vorne. Sie haben noch nicht so viel vorzuweisen bei VR. Sie waren aber,
Das haben sie bei ihrem Teamdokument erwähnt. Sie waren die Ersten, die sich angemeldet haben 2020. Und das ist bei der VRL 24-Stunden-Serie ja immer so eine Sache. Ich glaube, die Plätze dieses Jahr waren innerhalb von 30 Sekunden oder sowas weg. Und dass sie da die Schnellsten waren, sich anzumelden, das ja, ist auf jeden Fall schon mal ein Triumph, den man auf jeden Fall mal auszeichnen kann. Also da muss man auf jeden Fall ja, schnell genug sein. Keiner von denen fährt mit Sol. Und ich denke, die Top 20 sind für Conspi Racing Crew auf jeden Fall drin. Ja, wir drücken denen die Daumen und dann geht's mit dem ersten Team der GT4 weiter, Sebastian. Ja, bevor ich gleich darauf anspringe, ich lese hier schon ein bisschen im YouTube-Chat mit. Also erstmal in diesem Sinne auch ein herzlicher Lob, nicht nur an YouTube, natürlich auch an Twitch, wo es auch ordentlich zur Sache geht. Da sind auch schon einiges an Zuschauern dabei. Wuhu, es geht wieder los, lese ich auf Twitch. Im YouTube-Chat ist man schon ein bisschen weiter, da diskutiert man so ein bisschen darüber schon bei Leon Hasenkamp, um gerade nochmal auf Black Mamba zurückzukommen. Der sagte, keine Angst, wir sind zu langsam, und dann kommt schon vom nächsten Team die Antwort, ach, keine Sorge, wir auch. Also man sieht hier schon, es sind genug Leute da, die das mit einem ganz mit ordentlich Humor nehmen. Einen schnellen Zeigefinger hat der eine. Jawohl, ist vielleicht nicht das Beste, wenn man damit dann auf andere zeigt. Also sich am besten dann immer auf die eigene Nase fassen, immer erstmal, wenn was passiert, bevor man anfängt, Rambazamba zu machen. Aber jetzt dahin, wo wir wollten, denn wir sind bei Popgymnastik pink und weiß. Man kann es ja an den beiden Fahrzeugen ganz gut erkennen. Der eine Wagen mit den pinken Applikationen, der andere mit den weißen. Im Gegensatz zum letzten Jahr ist man mehr oder weniger ja gezwungenermaßen jetzt auf dem AMG GT T4 unterwegs. Das Auto ja ganz frisch diese Saison dabei. Im letzten Jahr noch auf dem Tourenwagen, den hat man ja abgestellt, beziehungsweise musste man abstellen, den gibt es ja einfach schlichtweg nicht mehr. Und Popgymnastik hat aber die bekannte schöne Lackierung mit auf das Auto übernommen. Und man schaut mal voraus, wo es heute in der ganzen Sache hingeht. Auf dem Auto, auf dem weißen Auto, ist es das weiße mit der 201 oder ist es pink? Ich glaub, doch, weiß pink. Ist es 201. Die 201, wir werden es ja gleich nochmal sehen. Die 201 ist die pink, glaube ich, wenn ich es richtig sehe. Entschuldigung. Deswegen, da haben wir Tom Böhlig, Henrik Savas, Danny Schröder und Stefan Schwers, a.k.a. Zeus, auf dem Auto beim zweiten Boliden bei der 295. Da feiert man ja jetzt mittlerweile nicht mehr, aber man hat den dritten Platz in Dubai dieses Jahr sehr gefeiert. Fabian Fabeck, Maximilian Prahl, Matthias Albrecht und Steffen Luther. Also auch da vier Piloten am Start. Das Team hat insgesamt 8 Mann also zur Verfügung. Das ist, denke ich, eine gute Aufstellung für ein VRL24H-Rennen. Nicht alle fahren mit Sol, also auf dem Auto mit der 201 haben wir tatsächlich nur Stefan Schwers. Zumindest ist das der letzte Informationsstand. Das ist natürlich immer so, dass wir in der Regel aus dem Chat irgendwann hören vom Team, nein, der und der hat sich vor einem Tag und 7 Stunden noch umentschieden und fährt jetzt doch mit Sol, weil er das im Dunkeln doch auf einmal so toll fand. Er ist der Einzige. Also bei dem 295er AMG, da werden auch alle bei hellen Situationen fahren. Gut, man darf nicht vergessen, Popgymnastik schaut natürlich auch sehr nach vorne. Man guckt auf jeden Fall auf Top 10 und dieses Podium auf Dubai in der GT4 hat das wahrscheinlich nochmal ein wenig zusätzlich befeuert, dass man da versucht, richtig weit nach vorne zu kommen. Das wird dann allerdings, denke ich mal, ja, vielleicht in der, die Qualifikation hat gezeigt, dass es ein bisschen anstrengender werden kann, als man sich das vielleicht gedacht hat. Der weiße Popgymnastikwagen mit der 295, der fährt heute in der Klasse von der 12 los, also nicht ideale Voraussetzung. Und der pinke Wagen sogar noch weiter hinten, da ist man fast auf dem letzten Startplatz gelandet. Da ist irgendwas radikal schief gegangen. Ich weiß auch nicht, ob das gestern mit den Serververbindungsproblemen in der Anfangsphase zu tun hatte. Ich glaube, die waren da als sehr unglückliche mit hineingerissen worden in dieses Drama, das sich
ja vor allem im Nachgang etwas entfaltet hat. Da startet man von sehr weit hinten. Da heißt es also Zähne zusammenbeißen, auf die Konstanz setzen und vielleicht hat man sich gedacht, naja, ich wollte schon immer dieses komische merkwürdige Quali-Taktik, die ich mir immer mal überlegt habe, ausprobieren. Vielleicht hat man sich dann da durchgesetzt und gesagt, komm, den Blödsinn machen wir jetzt einfach mal. Zu verlieren haben wir eh nichts. Und dem ist ja auch mehr oder weniger so. Deswegen sind wir gespannt. Das eine Auto in halbwegs guter Ausgangslage, das andere wird kämpfen müssen. Und damit gebe ich zurück an dich, Tobi, denn jetzt kommt auch wieder ein ganz interessantes Team mit einem sehr schönen Fahrzeug. Ja, das Fahrzeug wird auf jeden Fall auffallen im Rennen. Eben auch ein hellgrünes Fahrzeug, MRL Academy. Startnummer 205. Auf dem Auto sitzen heute Lukas Parker, Max Schwanke, René Patzer und Tobias Lambrich. Und im Qualifying ja nur auf Position 17 der GT4-Klasse gefahren. Also ja, nicht so ganz, was man sich bei MRL erhofft, denke ich mal. Wie der Name eigentlich schon sagt, MRL Academy ist so ein bisschen das Nachwuchsteam, so ein bisschen das Zweitfahrer, das Schwesterteam von MRL Sim Racing. Die sind ja auch hier heute am Start. Die werden leider nicht vorgestellt, aber die werden eben am Start sein. Ich glaube nicht, dass sie es in Shootout geschafft haben, aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Bei GT4 gestern ja eben auch nur 5 Fahrzeuge in Shootout gekommen. Eben ML Academy war da keins von. Ja, die größten Erfolge von ML Academy sind mehrere Top-5-Platzierungen der VRL 24H. Keiner fährt mit Sohl, beziehungsweise wurde das zum Stand der des Dokuments nicht gesagt, also können wir nur davon ausgehen, dass keiner mit Sohl fährt. Im Rennen werden wahrscheinlich die Top 15 angepeilt, das mit Position halten ist ja natürlich auf der Nordschleife auch immer so eine Sache, dass man da nicht in den Unfall verwickelt wird. Ich denke, das wird da die Hauptpriorität sein und vor allem mit dem permanenten Schadensmodell wird man da auf jeden Fall versuchen, die Unfälle zu vermeiden. Und ML Academy, genauso wie ML Sim Racing, fahren ja auch in sehr, sehr vielen Rennserien von VOR mit. Und sie wollen sich bedanken für die Serie bei der Orga, bei den Rico, bei den Ricos, bei den Kommentatoren, bei uns eben. Und das Danke nehmen wir auf jeden Fall an. Das geben wir natürlich auch weiter an die Organisation der Serie. Und dann gebe ich weiter an Sebastian Gerhardt für Green Arrow Racing. Ja, und damit haben wir ein Team, mit denen man ja immer rechnen muss. Und die haben einen interessanten Wechsel ja vollzogen. Wir erinnern uns, letzte Saison war man auf dem Porsche Cayman unterwegs. Da muss man gestehen, da war die Auswahl der GT4-Fahrzeuge auch noch, vorsichtig gesagt, etwas mager. Das hat man ja massiv geändert und wir sind da auch mit einem besonderen Blick drauf, denn die haben auf den Maserati Gran Turismo MC GT4 gewechselt. Das Fahrzeug gibt es ja von Assetto Corsa aus, allerdings in der Situation oder in der Einstellung, wie der hier an den Start geht, ist der nicht mehr. Also den hat man massiv angepasst, um hier in dieser GT4-Klasse bestehen zu können. Unter anderem zum Beispiel hat er meines Wissens zumindest mittlerweile auch ABS. Das hat er nämlich in der Standardversion nicht, was den Wagen extrem kompliziert zum Fahren gemacht hat im Vergleich zu allen anderen. Man muss nämlich sehr vorsichtig auf dem Bremspedal sein, während alle anderen wohl einfach das Bremspedal bis zum Bodenblech durchdrücken durften. Dem hat man so ein bisschen Abhilfe geschaffen. Das Auto mit der 208, mit dem Cayman hat man im letzten Jahr P3 in der Gesamtwertung, also mit GT3, mit Tourenwagen und mit der GT4 zusammengerechnet geholt. Allein das ist schon mal ein Wahnsinn. Und sie haben die GT4-Klasse gewonnen. Mal gucken, ob sie diese Saison daran anschließen können. Die Startposition ist durchaus vielversprechend. Man hat es dann im Shootout auf die insgesamt 5. Position der GT4-Klasse geschafft. Dritte Startreihe, also nicht allzu übel. Man ist nicht der schnellste Maserati gewesen. Dazu kommen wir aber, denke ich, dann noch zeitnah, wenn wir uns gleich auch nochmal die Positionierung aus dem Gesamtqualifying mal anschauen. Da war nämlich die Scuderia Augustus Brühl noch einen kleinen Ticken schneller. Kleinen Ticken ist gut, aber dazu später mehr. Green Arrow auf jeden Fall mit einem guten Ausgangsstart für heute mit Patrick Piel, Falk Rehse und Jakob Breurer.
am Start. Ich fürchte mal, da könnten nur 3 Piloten über die Distanz hinweg bei 24 Stunden aber durchaus etwas anstrengend werden. Man hat ist angetreten mit dem Blick auf die Top 5, da ist man jetzt drin. Und ja, gucken wir mal, wie die Reise dahin geht. Und jetzt muss ich ja sagen, ich glaube, wir hatten uns darauf geeinigt, das nächste Team sollte ich auch übernehmen, weil ich da speziell mit einem Herrn von dem Team sowieso sehr viel immer plaudere. Und deswegen bleibe ich mal am Mikrofon und übernehme auch mal das Team Wippermann Racing. Ein sehr bekannter Name. Weiß ich nicht, ob Tobi umschalten wollte. Ja, wir haben ja nur die, wir haben ja leider nur den Film, also wir haben keine Bilder. Also wenn du wir können ja noch ein, zwei Worte gerade mal noch sagen. Also bevor wir das Video abspielen, Wippermann Racing, die natürlich nicht mehr mit einem GT3 und nicht mit einem Tourenwagen am Start, die sind mit dem GT4 da, die feiern den BMW M4 wie verrückt. Und nachdem sie ja sich in der Super Bowl knapp Triple I geschlagen geben mussten, um noch nicht mal 2 Zehntel auf der Nordschleife, mal wohlgemerkt, starten Sie von der 2 und es gibt ein wunderschönes Video zu diesem Fahrzeug, das heute antreten werden. Und das schauen wir uns mal an, bevor dann Tobi guten das nächste Morgen, übernimmt. Guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht blieb dir verborgen, doch du da. Jetzt ist es aber angelegt. Ja, Wippermann Racing, Noah Schmitz hinter Marcel Lipp. Und sie sind nebeneinander jetzt da hochbrettern. Da habe ich schon genug Situationen gesehen, wo es ganz, ganz böse geknallt hat. Der zieht es durch. Vorbei. Was ist denn denn jetzt Wahnsinns? Was und er ist vorbei. Ein Überholmanöver. Das gibt's ja gar nicht. Was für ein irres Ding. Also das sind ja ein 24-Stunden-Rennen. Das ist ja in einem Sprintrennen schon der absolute Wahnsinn. Aber sowas nach 23 Stunden. Mein lieber Schmitz. Wippermann Racing, Team 1, Florian Mark, Noah Schmitz, Dennis Manojewitsch, Michael Behrendt und Dominik Schröder feiern den Sieg beim Race Union 24-Stunden-Rennen von Virtual Racing e.V. Gratulation, das darf gefeiert werden. Das ist jetzt in gewisser Weise auch eine mentale Sache und da kommt der Angriff. Ins Yokohama S. Er ist vorbei. Jetzt hat er sich nicht mehr erobert. Wippermann Racing. Startnummer 100 erobert auf Start und Ziellinie. Und jetzt kann er laufen lassen. Noah Schmitz fährt den Sieg nach Hause. Für Wippermann Racing. Titelverteidigung. Geglückt auf der Nürburgring-Nordschleife. Herzlichen Glückwunsch. Zum zweiten Sieg in Folge.
So, also, ja, das Art Car ist zurück bei Wippermann Racing und damit versucht man heute also das Triple zu holen, nämlich das dritte Mal die 24-Stunden-Nordschleife von Virtual Racing e.V., mittlerweile VRL24H. Versucht man also jetzt mit dem GT4 das Ganze fortzusetzen und das mit diesem wunderschönen Auto, aber ich glaube, da werden wir noch genug Zeit haben, da weiter drauf einzugehen. Jetzt geht's weiter mit der Teamvorstellung und da haben wir, ja, wenn ich mich nicht irre, ja, ein weiteres Gaststarter-Team am Start, oder? Bin ich da falsch? Ja, genau, soweit ich weiß, ist es ein Gaststarter-Team. Solenial Racing, auch mit dem M4 hier am Start. Gestern auf Position 13 qualifiziert. Startnummer 235. Auf dem Auto sitzen Emanuel Winke, Marcel Lerbs, Timo Hartmann, Andreas Rillig, Dominik Frohn und Marc Weinand. Und ja, das Ziel für das Team ist die Top 5 bei den GT4. Das wird ganz schön hart mit Position 13. Starten ja auch noch in der hinteren Startgruppe von den GT4. Also das wird ganz schön schwierig. Ja, da muss man schauen, dass man das über diese Distanz einfährt. Und dass man da am Start nicht zu viel möchte. Solenial ist ein Wohltätigkeitsprojekt, kann man da gerne mal auf der Website vorbeischauen. Ich denke, ja, es ist bekannt, wenn man den Skin sieht, dass Solenial der Sponsor ist, beziehungsweise eben ja, die Gruppe ist, die hinter dem Auto steckt. Und ja, da kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ist auf jeden Fall wegen der aktuellen Lage rund um Corona auf jeden Fall ja, empfehlenswert. Und ich denke, über Solenial haben wir genug gesagt. Die ja, werden heute noch für sich sprechen, denke ich. Und dann gebe ich ab an dich, an den Polesetter der GT4, Triple E. Ja, die Jungs, die es geschafft haben, Wippermann Einhalt zu gebieten, wobei man ja, glaube ich, bei denen auch gesagt hat, Wippermann hat sich eigentlich mehr versprochen, also man hätte wohl noch schneller fahren können, ist die Frage, hätte vielleicht bei Triple I aber auch sein können. Die haben die Pole Position für heute der BMW M4 mit der 247, mit einer 848541. Da würde ich immer mal sagen, die sollte man sich mal aufschreiben, 848541, und dann kann man sich ja diese Autos hier, die Modifikation, wenn man bei VR angemeldet ist, auch mal runterladen. Und wer das vorher noch nicht gefahren hat, Nordschleife mit so einem Auto, dem wünsche ich viel Spaß dabei, diese Zeit zu erreichen. Wir hören uns in einem Jahr dann wieder, was die Jungs da rausgehauen haben für eine Rundenzeit. Damit geht es heute also von der Spitze los. In der letzten Saison war es noch Position 8 gewesen in der Gesamtwertung. Mal gucken, wo man die Reise also diesmal hat. Der Triple E, würde man jetzt fragen, okay, wofür steht das? Es steht für eSport Endurance Experience. Dreimal E, hat man sich ein bisschen kurz angefasst. Da sagen wir als Kommentatoren immer gerne Dankeschön, dass wir nicht ständig den kompletten Teamnamen runterbeten dürfen. Und für heute haben wir auf dem Auto tatsächlich eine gute Besetzung. Stefan Weber, Viktor Brill, Andreas Roggel, Jürgen Arz und Dennis Heinz. Und das liest sich auch schon ganz schön ordentlich. Viktor Brill hat gestern diese Quali-Runde rausgehauen. Da haben auch viele applaudiert und gesagt, meine Herren, da hat er ordentlich einen rausgeschossen. Und wir sind also gespannt, wie das heute im Rennen umzusetzen ist. Man hat in der letzten Saison zwei Siege rausgefahren und auf dem Tourenwagen einmal eine dritte Position. Ich glaube, das sagt alles darüber aus, was wir mit dem Team zu erwarten haben. Und vor der Saison hat man noch gesagt, Top 5. Ja, ich würde sagen, das hat man auf jeden Fall jetzt schon mal locker als Voraussetzung geschaffen. Und der BMW M4 wird sich da noch einigen anderen Fahrzeugen aber zu Wehr setzen müssen. Wir sind noch nicht ganz durch und damit gebe ich zurück an Tobi, denn jetzt kommt ein Team, mit das nicht gut abgeschnitten hat, unbedingt im Quali das Probleme hatte, aber ja, dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, nämlich... Ja, nämlich Adhoc Gaming bei MyDays Erlebniswerk. Das ist so ziemlich das Gegenteil von einem Teamnamen wie Triple E. Ja, Adhoc kann man gerne nochmal bei Twitch gerade mal vorbeigucken. Ein Fahrer von den Dani Giosa, der streamt gerade das DNLS-Rennen. Die werden nämlich sowohl DNLS als in iRacing als auch VRL24H fahren. Also auf jeden Fall Belastung pur quasi.
denke aber, dass sie das auf jeden Fall hinbekommen werden. Ja, die hatten gestern Verkorkstes Quali, P14 in der Qualifikation direkt hinter Solenial Racing. Und ja, da muss man schauen, dass man das aufgeholt bekommt. Vor allem, man kennt die Fahrer ja oder das Team ja eher aus einer ganz anderen Position in der Rangliste, nämlich in Watkins Glen haben sie das Rennen in der GTV-Klasse tatsächlich sogar gewonnen. Und das, obwohl sie nur Gaststarter waren. Also das ist auf jeden Fall eine ganz schön starke Leistung. Auf dem Team oder auf dem Auto sitzen heute Christian Jung, Dani Giuser, Fabio Grosse, Lars Fronius und Lukas Müller. Und wie schon gesagt, ich denke, das Qualifying wird für die, müssen sie abhaken. Und ich denke, dass sie da auf jeden Fall noch mindestens unter die Top 10 kommen. 24-Stunden-Rennen ist sehr lang. Ich denke, da können sie noch einiges aufholen, eben mit der Pace. Und die darf man nie unterschätzen. Die sind wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schnell. Und die sind eines der großen Teams bei VR. Und noch gar nicht so lange dabei, aber haben sich auf jeden Fall schon mal einen Namen gemacht. Und ich denke, damit ist alles über Ad-Hoc schon mal so gesagt. Und dann gebe ich noch mal ein letztes Mal an Sebastian Gerhard ab für RLC Eagle Motorsport. Genau, und die starten direkt hinter dem Fahrzeug von Ad-Hoc Gaming. Also wir haben jetzt mal die Startplätze 13, 14, 15 hintereinander durch und der GT4 von RLC Eagle Motorsports mit einer 855-192 hat man sich da mit dem AMG platzieren können. Das ist also schon mal interessant, wen wir alles da haben. RLC Eagle Motorsports jetzt auch kein unbekanntes Team. Man hat im letzten Jahr insgesamt die Top 10 geschafft. In der GT4-Klasse hat man knapp, aber wirklich ganz knapp die, oder in der Klasse war es denn, ich glaube, es war doch der Opel, wenn ich mich richtig erinnere. Von daher schwierig, das jetzt in dem Fall zu sagen. Die Fahrzeuge haben ja auch ab und zu gewechselt. Auf jeden Fall hat man da in der Klasse die vierte Position geholt. Jetzt ist man in den GT4 auf dem AMG am Start. Man ist hat sich zusammengesetzt, der Teamname, und zwar RLC bedeutet eigentlich RL Competition und das ist ein tatsächlich erfolgreiches Kart-Team. Also auch da immer irgendwo der Hintergrund des echten Motorsports und hat sich dann im Sinne mit E-Sport, mit Eagle Motorsports zusammengetan und hat dann einfach beides miteinander kombiniert. Wir schauen, wo die Reise für die Jungs hingeht. Das sind einige. Alexander Haider, Daniel Marius Jahn, Kalle Grabowski, Rainer Deter, Joey Heiden und Max Staude. Und da muss ich ja so ein bisschen sagen, ich kenne mich ja bei Virtual Racing so ein bisschen durch mein vieles Kommentieren auch so ein bisschen in die andere Richtung aus. Also und speziell so bei den ganzen Namen, muss ich jetzt sagen, da dämmert mir dann einiges. Also da würde ich fast sagen, die kommen wahrscheinlich mit Assetto Corsa entweder nicht so hundertprozentig zurecht oder hatten gestern einen schlechten Tag. Denn das ist eigentlich alles eine Kategorie, die ich zumindest mal auf A-Factor 2 als absolut bärenstarke Spitzenpiloten einschätzen würde. Und zwar durch die Bank. Von daher, also so ein Kalle Grabowski habe ich zum Beispiel als sehr, sehr guten Verteidiger kennengelernt. Das wird auf der Nordschleife gar nicht mal so schwierig, da die Position zu halten. Aber auf der Grand Prix-Strecke wird man ackern müssen. Ich bin sehr gespannt, wo da die Reise hingeht. Alle sind mit Soul unterwegs. Das heißt, sie werden sich im Dunkeln auch mit wesentlich schlechteren Sichtverhältnissen auseinandersetzen. Für den richtigen Einstieg mit dem GT4 haben sie sich die Top 10 als Ziel gesetzt. Da ist man noch knapp dahinter. Und den AMG hat man ja vor allem gewählt, weil man eben richtig scharf war auf die neuen Fahrzeuge, auf die neuen GT4-Fahrzeuge, die es eben in dieser Saison gibt. Und da gehört der AMG ja dazu. Mal gucken, wo da die Reise hingeht. Und ich würde sagen, Tobi, damit könnten wir doch mal so ein bisschen drauf eingehen, wie denn eigentlich insgesamt die Qualifying-Ergebnisse in gestern ausgefallen sind. Ja, auf jeden Fall. Und wir müssen da die Superpole natürlich bei den GT3 erstmal aktivieren. Und auf Position 1 eben gestern mit einer Hammerzeit gekommen. 8.06.6.1.0 auf der langen Variante, auf der Nürburgring 24-Stunden-Variante. Also das darf man nicht vergessen. Das ist absolut
total bescheuert, was die da wirklich, was Jura Pietrzenko da gestern abgeliefert hat. Also die Zeit ist zu Recht Pole-Zeit und ich glaube, wir werden nur noch selten eine schnellere Zeit hier bei VR sehen. Das ist wirklich wahnsinnig schnell gewesen. Ja, dann dahinter VSR, die müssen sich auch nicht verstecken mit einer halben Sekunde Abstand. 807044. Ja, dann Superjink bei Car Republic Esports 807638 und dann ganz, ganz knapp eine Hundertstel dahinter Intel Racing mit einer 807647. Und dann mit schon ordentlichem Abstand VRL Performance GT3. Da sitzt zum Beispiel auch Pascal Herbig drauf, der ja gestern mit mir das Qualifying zusammen kommentiert hatte. Dann Hope Racing 1 mit einer 895, auch nur 5 Zehntel dahinter. Dann eine Zehntel dahinter Rutronic E-Racing, bei denen hat das Qualifying bzw. bei dem hat das Shootout ja nicht so ganz funktioniert. Hatten wir ja gestern gesehen, die hatten auch im Geigenkopf einen Fehler drin. Ja, da wird auf jeden Fall mehr drin sein. Und Hope Racing, da müssen wir auch nochmal drauf eingehen, die hatten ja gestern wirklich eine Hammerrunde hingelegt. Die waren ja lange Zeit wirklich ganz vorne und die sind nur relativ knapp ins Shootout gekommen. Also bei denen hat sich das Shootout wirklich richtig gelohnt. Also da Glückwunsch nochmal an Hope Racing. Die sehen wir später von Position 6 aus startend. Dann Red Dot Racing Team. Ich denke, das ist allen ein Begriff. Position 8, das ist das Team rundum abgefahren. Michael Behrendt und René Sievert fahren da, glaube ich, auch noch mit von VR aus und ich glaube auch noch ein Fahrer von den Pixelhelden. Also ein relativ bekanntes Team, könnte man sagen. Ja, dann das zweite Team von Intel Racing, Intel Sonntagsfahrer mit einer 898, auch noch eine wirklich schnelle Zeit. Also jeder, der jetzt hier denkt, ja, das könnte ich doch locker schaffen, der kann das ja gerne mal offline probieren. Wie du schon sagtest, wir sehen uns in einem Jahr wieder. Also das sind wirklich richtig, richtig schnelle Fahrer hier, die Zeiten hingesetzt haben. Ja, dann VRL Customer Racing 2, haben gestern, glaube ich, auch ein bisschen überrascht. 898 und auch nur eine Hundertstel hinter Intel Sonntagsfahrer. Also da ist sehr, sehr eng zur Sache gegangen. Und vor allem das auf der Nordschleife ist ja nochmal was ganz anderes. Das ist ja quasi ein Millimeter, die Fahrer da trennt. Ja, und dann die drei lustigen 4.3, die ja auch gestern ordentlich überrascht haben, auf Position 11 mit einer 8.10.6. So, dann die zweite Seite, die überlasse ich aber dann wieder dir, Sebastian. Ja, vielen Dank. Schöner Durchsicht. Man sollte übrigens Rundenzeiten ganz vorne nie festnageln. Also ich glaube, es gibt jetzt schon ein paar Leute, die da sitzen und sagen, nee, das muss ich doch irgendwie knacken können, wenn das mit dem McLaren geht. Es gibt Autos, die auf der Geraden viel schneller sind. Mal schauen, was da noch kommt. Aber die Abstände sind wirklich der absolute Wahnsinn hier in diesem Qualifying gewesen. Wie knapp das auch über die ganze Strecke verteilt ist, das zeigt eigentlich erstmal, auf was für einem Level hier so in der, ich würde noch nicht mal mehr sagen, vorderen Gruppe, sondern locker mal quer runter bis zur Top 20, wenn nicht sogar noch weiter, die Leute ganz fokussiert sind, um eine möglichst gute Qualizeit hinzulegen. Und ich würde ja mal einen Vorschlag an die drei lustigen Vier machen, denn das ist so unfassbar schwierig, die drei lustigen 4.1, Punkt 2, Punkt 3. Macht das doch anders. Macht das doch der eine lustige 2, die zwei lustigen 3 und die drei lustigen 4. Das wäre ein bisschen hilfreicher, wäre ein bisschen einfacher, die Teams auseinanderzuhalten. Aber das, klar, wir wollen den ursprünglichen Teamnamen natürlich nicht ruinieren. Interessant ist einfach zu sehen, dass bei den drei lustigen 4, das haben sie aber schon mal gesagt, in Dubai, vor Dubai schon, in anderen Serien auch, dass man so gesagt hat, ja, am Anfang haben wir das wirklich mit ein bisschen lustig gemacht, die Zeiten sind vorbei. Man guckt wirklich auf die Positionen und da hat man im Qualifying eben mit dem Punkt 3 Fahrzeug schon gut abgeschnitten, mit dem ersten Teamfahrzeug hat es nicht ganz geklappt, da ist man aber immer noch von der 12 dann unterwegs, 18.909 und damit noch nicht mal eine Zehntel vor dem ersten Nissan und da haben die Jungs von abgefahren den Wagen gut platziert. Zwar auf der 13, was man jetzt bei dem Auto nicht immer so unbedingt von ausgeht. Abgefahren 1 mit Bastian Richter, Chris Gretzer, Marius Dagel und Patrick Schwabe am Start. Und ich glaube, Bastian Richter hat da gestern auch die Zeit rausgehauen auf dem Auto, wenn ich mich recht erinnere. Dann Gardi Racing mit 8.12.298. Tatsächlich mal eine über eine Sekunde großer Abstand. Das haben wir so gut wie gar nicht vorher durchgesehen.
Da ist die Lücke etwas größer ausgefallen und rund um Edgar Ostermann, Jakob Böhm, das Vater-Sohn-Gespann und dazu noch David Mötz und Alexander Grote. Da wird man heute den Audi versuchen, noch weiter nach vorne zu bringen. Ich bin da sehr gespannt, weil ich der Meinung bin, bei Gaudi schwankt so ein bisschen die fahrerische Performance, glaube ich, sogar deutlicher als bei anderen Teams. Also da kann es sich dann, je nachdem wer auf dem Auto sitzt, wahrscheinlich immer so um 2-3 Sekunden sogar variieren. Das aber später im Rennen. Rockwool Racing, die haben sich, glaube ich, sehr gefreut über diese Position. Man hat den Z4, die haben wir vorhin ja schon mal in der Teamvorstellung angesprochen, den Wagen mit einer 812535, also auch wieder nur haarscharf dahinter, 2,5 Zehntel Grad mal Abstand auf die 15 gebracht und dann im Shootout auf der am Ende 16. Position die Sim Racing Academy. Die waren nicht so hundertprozentig zufrieden, wie das gelaufen ist, aber die werden mit 6 Mann heute antreten. Johannes Behlitz, Johann Friesen, Ronny Fiebig, Marc Hildebrandt und Pascal Jutz. Und wenn ich mich aber richtig erinnere, hat man, glaube ich, Johannes sehr gefeiert, dass er überhaupt in dieses Shootout reingefahren ist. Zumindest, wenn ich dem Twitch-Chat richtig gefolgt bin. Von daher, ja, mal gucken. Für manche ist eben dann das Erreichen dieses Shootouts schon der große Erfolg. Bei anderen ist es das Verpassen der ersten Startreihe schon ein Drama. So interessant wird das gesehen. Und ich würde sagen, bei der GT4 gebe ich dann erstmal wieder zurück an dich, Tobi. Sehr gerne. Gestern Triple E mit einer echt wahnsinnig schnellen Zeit im GT4 auf Position 1 gefahren und da sieht man mal, wie eng die Top 3 da zusammen sind, Triple E eben auf Position 1, dann Wippermann dahinter mit 1,5 Zehnteln dahinter und dann Scuderia Augustusburg Brühl mit nur 6 Zehnteln dahinter, also das ist auf der Nordschleife, wie schon gesagt, absolut gar nichts und das ist wahnsinnig, wahnsinnig enges Fahrerfeld hier. Bei der Scuderia Augustusburg-Brühl muss man aber auch sagen, das ist so ein bisschen wie bei Gaudi, da schwankt die fahrerische Performance so ein bisschen. Also Leon Harhoff ist der absolute Starfahrer mehr oder weniger. Also TWC zweimal gewonnen und der ist wirklich richtig schnell. Und die anderen beiden, die da auf dem Auto sitzen, die sind da so, die sind zwar schnell, aber nicht so schnell wie Leon Harhoff. Und da muss man immer gucken, wie das dann am Ende des Rennens aussieht. Denn das Qualifying, das kann Leon Harhoff eben, aber der kann halt eben auch nicht das komplette Rennen fahren. Dennoch, ich denke, dass da dass sie da auf jeden Fall mit einem guten Ergebnis rechnen können. Ich denke, dass die da zuversichtlich sind, die Top 3 zu halten. Und dann dahinter VRL Performance GT4 schwarz, 3 Sekunden schon hinter Triple E, also da ist schon ein ganz schöner Abstand zwischen P1 und P4 und dann Green Arrow Racing auf Position 5 mit 5 Sekunden schon dahinter. Aber wie schon gesagt, die sind auch noch immer für eine Überraschung gut und ich denke, die sind auch ein wenig konstanter als andere Teams hier in der Aufzählung. Ja, würde ich jetzt an dich fragen, Sebastian, wollen wir jetzt noch mit den restlichen Qualifying-Ergebnissen weitermachen? Wir haben noch ein wenig Zeit. Ich würde tatsächlich sagen, ja, weil ich der Meinung bin, ich glaube, all die Teams, die wir vorhin nicht genannt haben, die könnten wir eigentlich mal schnell durchgehen und wir wollen ja auch einen Überblick für die Fahrer oder die Zuschauer haben, wer denn eigentlich noch wo dann gelandet ist und ja, hier haben wir das Qualifikationsergebnis jetzt der GT3. Natürlich erstmal die Plätze 14, 15, 16, die muss man jetzt außen vor lassen. Das sind noch die Ergebnisse aus dem normalen Qualifying. Das hat einfach von der Tabelle nicht so hundertprozentig gepasst. Ich hoffe, man sieht es uns nach. Da sieht man aber, und das finde ich gar nicht schlecht, gerade ganz gut, Hope Racing 1, wie die den Sprung überhaupt geschafft haben, wie knapp das gewesen ist. 7,5 Zehntel haben die letzten Endes da gerade irgendwie so gereicht, um dann noch reinzukommen, aber die ganz bittere Erfahrung des Hintendranlandens, die hat das Grasser E-Racing Team bei ML gehabt, eben schon mal thematisiert, mit einer 812.117 und damit also fast 6 Sekunden langsamer als der McLaren von Aya Racing vorne. Damit startet man heute also nur von der 17. Man hat das Shootout so knapp verpasst. Dann das zweite, die drei lustigen 4 Autos. Übrigens danke an den Chat. Man hat gerade gesagt, wo denn die Herausforderung für uns da bliebe. Okay, ja, sehe ich ein. Ich werde mich nicht weiter beschweren. Auf jeden Fall das Auto mit der Nummer 135, also von 18. Dann MRL Simracing im rot-schwarzen Audi. Also das Simracing-Team, wir kennen die MRL Academy, das war der grüne McLaren aus der GT4. Da sehen wir den GT3-Wagen mit der 105. Da geht es von der 19 los. Sim Durance von 20 auf dem Porsche.
Dann Andromeda Racing 21 von R22. Der zweite Simdurance-Wagen dann auf einem Audi R8. Der Audi generell das beliebteste Fahrzeug hier im Feld. Interessanterweise ein Auto, das auf der Nordschleife sehr gut funktioniert. Ist ansonsten, wenn man zum Beispiel die GTC fährt, also die GT3-Serie auf Assetto Corsa bei Virtual Racing, nicht die optimale Wahl. Aber der funktioniert eben hier auf der Schleife sehr gut. TVR Performance ist das von der 23. Schnittchen Racing fährt von der 24 los, da hat man die Corvette geschnappt. Die Corvette wird interessant zu sehen, die ist nämlich ironischerweise auf der Geraden mit eines der langsamsten Fahrzeuge. Das heißt, die werden wahrscheinlich auf der Geraden entgegen dem, was eine Corvette eigentlich in der Realität abliefert, eher überholt, sind aber auf der Bremse unfassbar stark. Also das Auto darf man dann auf der Schleife selbst nicht unterschätzen. Das Auto kann da den Leuten sehr gefährlich werden, nur auf der Döttinger Höhe, naja, kann man eigentlich gleich rechts ranfahren und den Blinker setzen. Gut, auf der 25 das MJR Racing Team mit einem weiteren AMG, die Conspi Racing Crew dann von der 26 mit dem Porsche. Und um das gerade nochmal in ein Verhältnis zu setzen, wir haben gerade gesehen, ich weiß nicht, ob du nochmal zurückspringen kannst, ganz kurz auf diese Seite einmal. Ich will nämlich nochmal auf was hinweisen. Schauen wir mal auf den Startplatz, auf die Zeit von Rockwool Racing auf 15, 5,5 Sekunden. Und jetzt gehen wir mal runter zu Platz 26 der Conspi Racing Crew. Also selbst von den Plätzen von 15 bis 26 liegt zwischen den Teams im Qualifying auf der kompletten Nordschleife gerade mal weniger als 2 Sekunden. Nur um diese ganzen Positionen nochmal in ein Verhältnis zu setzen. Und damit weiter an dich, Tobi. Ja, genau, du hast recht. Also man darf das nicht vergessen. Eine Sekunde ist auf der Nordschleife ja nicht ganz so viel wie auf normalen Strecken oder auf anderen Strecken. Also das muss man immer ja einmal in Relation setzen. Da hast du vollkommen recht. Ja, BK United 1. Auf Position 27 abgefahren, 2. Dann ja auch ein relativ exotisches Fahrzeug gewählt. Sehen wir selten den Nissan. Ich glaube, abgefahren 1 hat den auch eingesetzt und eben dann RS Racing, aber dazu kommen wir ja noch. Nebula Racing Team, Team rund um Lars Braun, Gaststarter-Team, Startnummer 190. Ja, Qualifying ist nie so die Stärke von Lars. Denke, dass sie da im Rennen etwas mehr rausholen können. Dann RCL Racing e.V. auf Startnummer 109 auf Position 30. Dann Rock Racing auf 31, BK United 3 auf 32. Team Black Mamba, die hatten wir ja schon vorgestellt, auf Position 33. Comic Racing dann auf 34. Dann, was ganz interessant ist, der Motorsportmagazin.com ist ein Gaststarter-Team, hatte einen Hotlap-Wettbewerb gemacht auf dem Porsche. Und die den gewonnen haben, dürfen halt bei denen auf dem Auto sitzen heute. Und der Wagen ist relativ interessant, denn der gehört zur GT3-Klasse, ist aber kein richtiger GT3, nämlich der Porsche GT3 Cup. Also der Cup-Wagen, das wird ziemlich interessant, denn der hat nämlich kein ABS und kein TC. Das wird ja ziemlich übel heute mit dem 24 Stunden durchzuhalten. Also da schon mal viel Erfolg. Und 11 Sekunden schon weg von der Zeit von Intel. Also es ist ja noch nicht mal die schnellste Zeit von Aya da gewertet. Ja, dann dahinter VRL Customer Racing 1. Die hatten, glaube ich, auch ein paar Probleme, was die Server angeht. Und der S-Racing, hattest du mir ja im Vorhinein gesagt, die haben einmal eine gecuttete Runde und in der zweiten Runde haben sie es dann weggeworfen. Also keine gezeitete Runde. Und in der dritten Startgruppe starten sie dann, glaube ich. Und das ist natürlich richtig bitter, weil sie dann schon mit 6 Minuten Rückstand ins Rennen gehen. Ja, dann geht's weiter mit dem GT4. Und da müssen wir natürlich nochmal alle Positionen ab Position 5 ab. Ausblenden, weil die eben nochmal im Shootout neu gewürfelt werden. Und dann gebe ich nochmal ab an Sebastian. Ja, und ich will noch kurz was nachreichen in dem Fall. Und zwar, es ist nicht hundertprozentig korrekt, was du gesagt hast, was das Motorsportmagazin.com angeht. Und zwar ist es tatsächlich so, das Hotlap-Auto war der GT4 Cayman. Auf dem GT3 Cup fahren tatsächlich ausnahmslos die Jungs auf dem Cup-Porsche, weil die im Porsche World Cup mitfahren. Das sind Daniel Maike, Florian Becker, Richard Lindhorst und Maximilian Severin. Und das ist definitiv kein Aufruf vom Motorsportmagazin gewesen, denn bei den Jungs weiß man sowieso, dass sie schnell sind. Also Florian Becker, derjenige, der momentan bei motorsportmagazin.com in Verbindung mit Virtual Racing e.V. so ein bisschen die Fühler ausgestreckt hat, der, wo wir ja den fantastischen BMW Cup jetzt die letzten 4 Samstage hatten, der hat das anscheinend so ein bisschen angeleiert, dass man mit dem Auto fährt. Und da müssen wir höllisch aufpassen, denn das sind 4 Piloten,
da sollten die GT3-Jungs zumindest mal in der hinteren Hälfte sich nicht auch ganz zurücklehnen und sagen, den überhole ich mal eben. Die sind richtig verteufelt schnell. Ich kenne die mittlerweile ja gut genug vom Porsche World Cup. Also den Wagen dürfen wir gar nicht mal so sehr unterschätzen, auch wenn er gar nicht hundertprozentig in die Gruppe rein gehört. Aber damit zu den GT4, da werden wir, denke ich, dann auch gleich nochmal auf die Situation dann wirklich eingehen können. Also nach den Top 5 der Startplätze, also rund um die Fahrzeuge, die wir schon besprochen haben, geht es also auf der 6 dann weiter mit dem Wagen von MJR Racing Team 2, ein weiterer AMG. Dann kommt die Scuderia Cosim Vector in einem BMW M4. Und jetzt haben wir schon wieder Zeitabstände, da ist es unfassbar. Also die SG Stern dahinter, also das Team tatsächlich von den Mitarbeitern bei Mercedes, die sich da zusammengefunden haben, natürlich entsprechend auf einem AMG. Erstmal von der 8. Position. Da wird man ziemlich happy sein drüber, weil die ja auch erst so langsam da eingestiegen sind, das Ganze. Aber man will gleich richtig abliefern. Und man hätte mal locker auch noch 2 Positionen weiter vorne abliefern können. Da haben gute Zehntel gerade mal gefehlt bis zur MJR. Und zur Position von Scuderia Cosim Vector reden wir von 23.000stel auf der Nordschleife. Nicht viel anders sieht es dann aus zum Porsche Cayman von Hayabimba Motorsport. Bei Hayabimba Motorsport ist man dem Cayman tatsächlich treu geblieben. Da hat man sich so ein bisschen eingegroovt auf dem Auto. Trotzdem hat es nicht für weiter als die 9. Position gereicht. Eine gute Zehntel, also hin zu SG Stern, hat gefehlt. Nach hinten hat man dann aber auch gerade so nur eine gute Zehntel Vorsprung gehabt gegenüber RSRC, der nächste AMG. Dann kommt Haitabu Motorsport auf dem McLaren, sage ich schon, um Himmels Willen. Nein, auf dem Maserati, ganz andere Marke. Fängt nur mit M auch an. Der Maserati, haben wir schon gesehen, kein übles Fahrzeug, steht von der Scuderia Augustus Brühl auf der 2, beziehungsweise nein, man ist, glaube ich, ja noch auf die 3 zurückgerutscht und Green Arrow startet von der 5, nicht von den ersten 5 Plätzen hier auf dieser Liste verwirren lassen. Ja, Haitabu will ich vielleicht jetzt gerade schon mal einwerfen, weil es gab immer diese Diskussion darüber, ja, wo kommt denn der Name her? Das klingt irgendwie so asiatisch, irgendwo japanisch. Und ich als jemand, der sich so ein bisschen mit Japanisch auskennt, habe dann gesagt, TH im Japanischen ist eigentlich ungewöhnlich. Es handelt sich dabei tatsächlich um ein altes Wikingerdorf, das übrigens seit jetzt 2 Jahren UNESCO-Welterbe ist. Das ist nah an der Grenze zu Dänemark. Danach hat man das Ganze benannt. Also kurz, um mal diesen Teamnamen zu erklären. Es ist interessant, wo diese ganzen Namen herkommen. Das nochmal kurz eingeworfen und dann der Popgymnastik-Weißwagen, also die stärkste Platzierung seitens Popgymnastics im AMG von der 12. Position. Und damit zurück zur letzten Seite dieser Gesamttabelle und zu dir, Tobi. Ja, vielen Dank. Nochmal, dass du mich da verbessert hast, mit was Motorsportmagazin da angeht. Da hatte ich die beiden Autos so ein bisschen durcheinander geworfen. Und Solenal Racing sind wir schon drauf eingegangen auf Position 13. Dann Ad Hoc Gaming bei Midas Erlebniswerk, eben auch schon vorgestellt auf Position 14. Genauso wie RLC Eagle Motorsports, die starten auf 15. Dann Private Esports SRT. Normalerweise fahren die Jungs alle an einem Grid, an einem Rig, aber weil sie eben wegen der aktuellen Situation das Ganze nicht machen können, ja, starten sie halt alle an verschiedenen PCs. Zu dritt. Voraussichtlich, weil Patrick Jukowitz noch eine OP hatte und deswegen vermutlich nicht teilnehmen kann, aber wir werden es über den Verlauf des Rennens sehen. Ja, dann MRL Academy hatten wir auch schon vorgestellt auf Position 17. Ich denke, für die wird es auch noch ein bisschen weiter nach vorne gehen. Ja, dann motorsportmagazin.com 2, da kannst du ja vielleicht nochmal gleich noch was zu sagen, bevor ich mich hier wieder vertue. Und ja, dann Hope Racing 2, Beaker United 2, Reco Racing Deluxe, darüber können wir vielleicht auch noch ein paar Worte verlieren, denn das ist das Team rund um Gero Mulkau. Reco Racing Deluxe, eben der Name ist Programm. Es besteht aus Fahrern aus Leuten der Reco. Und weil Gero Mulkau eben das Ganze organisiert, aber eben keine Zeit und keinen Platz für einen richtigen Sitz hat, beziehungsweise für ein richtiges Team hat, haben sie sich gesagt, ja komm, für die Nordschleife können wir mal sowas organisieren und dann können wir auch Gero direkt mal einen Platz anbieten. Und dazu ist es gekommen und auf Reco Racing Deluxe fährt eben unser Admin Gero Mulkau. Da nochmal vielen Dank fürs Organisieren des ganzen Rennens und des ganzen Events. Und dann mit ganz schön großem Abstand dahinter Popgymnastik Pink, ich glaube, das war eher eine Sicherheitsrunde. Die hatten ja auch Probleme mit dem Server und dann auf der letzten Position Cumberland
Competition mit einer neuen 16.5, die aber überhaupt gar nicht konkurrenzfähig ist. Und ich denke, die können auch deutlich schneller. Ja, Sebastian, ja. Was wollen wir jetzt abspielen? Ja, wir wollen gleich was abspielen, aber du hast ja von mir noch gewünscht, dass ich noch was zum Motorsportmagazin.com in dem Fall sage. Gerade Frage im Chat, wie viele Autos, also im YouTube-Chat sei kurz erwähnt, die Frage, wie viele Autos fahren mit? Und dann heißt es sind 60. Und im Twitch-Chat wurde das auch schon beantwortet und er sagt, ich glaube, 60 reichen völlig aus. Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Das sprengt eigentlich schon fast den Rahmen von dieser Simulation. Man ist da auch schon relativ knapp dran. Aber nochmal zu motorsportmagazin.com. Also man hat tatsächlich dort einen Aufruf gestartet, dass man sich sozusagen für das Fahrzeug bewerben kann dem Motorsportportal, die, wie gesagt, eben diesen wunderbaren BMW M235i Cup die letzten paar Samstage auch hatten. Also wer jetzt nach dem 24-Stunden-Rennen am Sonntag nicht noch genug hat, der sollte sich das im Nachgang nochmal anschauen. Vier sauspannende Rennen. Und da gab es also die Möglichkeit an Bewerbung. Und da sind Daniel Klein, Jan Luca Ganz, René Kirchhoff, Jari Stark und Niklas Walter auf dem Cayman. Da muss man jetzt sagen, so ein paar von den Namen wird man jetzt am Kopf kratzen, die bei Virtual Racing e.V. immer zugehen. Jetzt, Moment mal, die meisten kenne ich doch. Ja, René Kirchhoff, kein unbekannter Name. Jari Stark schon mal gar nicht. Und Niklas Walter, den sollte man auch kennen vom MSC Adenau. Und der kennt sich mit der Nordschleife sehr, sehr gut aus. Und bei dem bin ich gespannt, wenn der dann aufs Auto steigt. Jan Luca Ganz, den kenne ich tatsächlich erst seit seinem Antritt beim BMW-Kampf. Und bei Daniel Klein ist es ähnlich. Jan Luca Ganz, bin ich mal gespannt, was der abliefern kann. Aber auf das Auto sollte man einfach ab und zu mal ein Auge haben. So. Da viel dazu und ich würde sagen, wir nähern uns tatsächlich so langsam den Rennstart. Wollen wir da nicht vielleicht irgendwie mal eine schnelle Runde uns mal angucken? Denn wir wissen, auf einem GT3 reden wir da mal von entspannten 8 Minuten. Die Runde wurde gefahren von Björn Hensen. Vielen Dank an ihn. Und er hat immerhin 8:11:05. Also damit ja so etwas mehr als 4 Sekunden nur hinter der Zeit von Aya Sim Racing. Würde ich mal behaupten, das ist schon eine ordentliche Performance. Und die ist es dann auch wert, sich anzuschauen. Also ein bisschen Videomaterial und dann sind wir gleich zurück.
So, damit sind wir jetzt auch von der Hotlap durch. Vielen Dank auch nochmal an Björn Hensen, dass er die eingereicht hat für mich, damit wir die hier im Stream nutzen können. Keine perfekte Runde, muss man sagen, aber dennoch eine sehr, 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 sehr schnelle Runde. Und da nochmal vielen Dank an ihn, dass er die zur Verfügung gestellt hat. So, einen Trailer haben wir allerdings noch. Der Anfang ist gerade kurz durchgesickert, aber das Team, was den Trailer erstellt hat, ist, glaube ich, allen bekannt. Die drei lustigen vier. Und es sind noch wenige Minuten bis zum Rennstart. Wir sind gleich wieder da nach dem Trailer. Und dann gibt's gleich schon den Rennstart. Ui, was ist mit den drei lustigen Vier los? Und die krachen da genau vor das Auto von Red Bull Racing 2. Oh, da steht das Auto der drei lustigen Vier. Die drei lustigen Vier haben sich weggedreht. So lustig seid ihr nicht, ihr 4-3, was auch immer. Und den drei lustigen Vier, die so ein bisschen das Lustige abgelegt haben. Skinnen kann der Junge. Das muss man ihm lassen. Macht richtig hübsche Dinge. Schlank, bitte. So, und damit sind wir zurück aus dem Videomaterial und sind jetzt auch am Ende unserer Pre-Show. Also, wir werden jetzt ein kurzes Break einlegen, denn wir wollen natürlich, dass das alles dann in schönen, sauberen Einzelteilen auch auf den entsprechenden Portalen, allen voran natürlich YouTube, landet. Deswegen, ihr werdet es kaum merken, ihr werdet es eigentlich gar nicht feststellen. Wir werden jetzt nicht den Livestream anhalten, wir werden nur ganz kurz unsere Aufnahme stoppen. Damit sagen wir für alle, die im Nachgang sich die Pre-Show nochmal anschauen sollten, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Vorschau gegeben. Man weiß jetzt schon ein bisschen mehr, bevor das Rennen überhaupt losgeht, und musste nicht alles selber nachlesen. Das ist ja immer das Allerschönste. Und deswegen ganz kurze Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen der Pre-Show. Wir kommen sofort zurück mit dem Rennstart.